Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. In dieser Folge wollen wir zurück nach Minneapolis, ein bisschen weiter ausbauen, aber bevor wir das machen, will ich nochmal gucken an drei Orten gucken, ob ich eventuell jetzt doch in der Lage bin, die Spezialmission Nummer 3 zu finden. Das ist einmal der Gnuffi-Wald. Zum anderen die Windschlangenklippen und zum anderen der Hort der Luftpiraten. Du hast keine Mission anscheinend. Wir können mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Das letzte Mal waren die Gegner da noch zu stark. Wir geben mal einmal die Dingsbumsen ab. Ja, hier für dich. Du, da gibt's einen. Ja, natürlich. Da geht er wieder ab. Sahnebonbon. Ah, nee. Vielleicht ist das random, was er für ein Bonbon gibt. Besten Dank. Erdbeerbonbon haben wir noch gar nicht. Das könnte jetzt das Nahkampf dauerhaft steigernde Bonbon sein. Oh, nee. Außer Nahkampf fehlt uns, glaube ich, gar nichts mehr. Das müsste das letzte sein, was wir noch nicht haben. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir hier jetzt diesen Wald komplettieren können. Ich glaube, die waren Stufe 17 oder so. Ich bin so schlau. Ich bin schon wieder so schlau. Na gut, kämpfen müssen wir aber. Ach ja, was willst du denn, ey? Hast du vielleicht grünen Zwirn? Das sieht bisher noch nicht so aus. Ja gut, das müssen ja stärkere Gegner sein. Die kommen wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet. Wenn wir ohne Kämpfen hier durchkommen, dann machen wir es natürlich. Wir müssen ja nicht dagegen kämpfen. Kriegen ja nichts Tolles. Immer die Lauscher offen halten, nicht dass wir an der Kiste vorbeirennen. Okay. Hier war dem Anschein nach nichts. Eine sehr große Blume. Hallo? Hallo? Oh, 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 oh. Bring mir diese, na du weißt schon, eine Feder, die als Kissenfüllung für die schönsten Träume sorgen soll. Okay, am besten irgendwas, was auf den Begriff Daune hört. Entenfeder, ne? Häufig vorkommende kleine Vogelfeder, einst weiß, jetzt staubig braun. Feder eines ertrunkenen Wasservogels. Viele der Federn treiben auf dem Wasser. Von einem Sprachmann wird als Lernhilfe hochgeschrieben. Man ist eine Entenfeder. Down, Entendown. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist für Kissen. Und wenn nicht, verlieren wir halt eine, sollte nicht so tragisch sein. Du opferst dem Obelisken eine Entenfeder. Der Obelisk antwortet nicht. Das scheint nicht der richtige Gegenstand gewesen zu sein. Tja, dann brauchen wir eine andere Feder. Die anderen zwei, die wir haben, die sind es auch nicht. Wir brauchen dann entweder eine Gänsefeder oder eine Daunenfeder. Irgendwie sowas. Ich darf bloß nicht vergessen, dass das hier ist. Weil Spatzenfeder ist es nicht. Und die andere habe ich vergessen, was es für eine war, aber dieses auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Werde ich auch nicht testen. War das erste Mal, dass wir gescheitert sind. Jetzt interessiert mich natürlich schon. So. Papagei. Nein. Okay, den Gegenstand haben wir verloren. Das auf jeden Fall. Aber Spatzen wird nicht für Decken benutzt, für Kissen und Papageienfedern auch nicht. Das fällt auf jeden Fall komplett raus. Eine Freundin wollte mir eine. Achso, ja. Das hatten wir schon mal gelesen.
Toll. Also das ist ein Obelisk für einen späteren Zeitpunkt. Spatzenfeder. Könnte jetzt natürlich ein Zeichen sein, aber nein, im Leben nicht. Im Leben nicht. Fünf Ehrenglockenweizen wieder. Okay, hier war leider nicht die gewünschte Missionsquest Nummer 3, aber zumindest haben wir den Wald komplett erkundet. Die Map fehlt uns halt nur noch eine Daunenfeder, eine Gänsefeder irgendwie, damit wir das Obeliskenrätsel lösen können. Hier ist leider auch kein Mr. Fragezeichen. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass die eventuell das Ausrufezeichen haben könnte. Hier ist auch nix. Ich will eigentlich gar nicht mit dem quatschen. Aroma? Nein. Nix Interessantes, was wir brauchen könnten. Dann haben wir es aber auch gleich geschafft. Noch einmal kurz. Versteck der Luftpiraten. Und wenn da dann auch nichts ist, dann können wir halt wieder zurück ins Schloss. Und danach können wir weiterschauen. Dann kriegen wir die Brücke. Ich hoffe, das geht dann schnell. Dann können wir das Dings da machen. Dann gehen wir vielleicht doch mal in das neue Gebiet. Ja, ja, das muss Mission Nummer 3 sein. Evan! Ich. Du. Hallo. Wer warst du gleich nochmal? Ich bin, also ich heiße Boris und also ich hätte da... Ich kann's nicht, ich kann's einfach nicht, ich bring's nicht raus. Hey, warte doch mal, was sollte das? Ja, ich fühle mich ver... Nummer, perfekt. Auf einem Besuch im Piratenversteck trifft Evan auf den verlegenen, herumdrucksenden Boris. Dieser hat offenbar etwas auf dem Herzen, bringt es jedoch einfach nicht über die Lippen. Als er dann plötzlich davonrennt, kann Evan nicht anders, als die Verfolgung aufzunehmen. Verfolge Boris, Lebenstalisman, 400 Erfahrungspunkte. Sorgt mit einer tiefen Liebe für die Natur für mehr Ausbeute auf den Feldern. Versteckte Luftpiraten, Luftpiratmensch. Perfekt, das müssen wir machen. Geil. Jetzt, oh nein, egal. Egal. Das wird aber die einzige sein, nehme ich an. Das ist die einzige. Sauber. Sauber, das freut mich, dass ich die Reihenfolge zumindest vervollständigen konnte. Damit bin ich schon wieder gleich... Jetzt sind hier auch Knuffis, die waren noch früher nicht da. Die waren noch früher nicht da, die Knuffs. Knuff, Knuff. Knaff, Kniff, Knaff, Kniff, Kniff. Knuff, Knaff, Kniff. Wartet, da müssen wir hin. Evan, hast du mich verfolgt? Aber natürlich, es ist doch sonnenklar, dass du was auf dem Herzen hast. Oh, und deshalb bist du extra nachgelaufen? Nee. Klar, was wolltest du mir denn sagen? Du hast angefangen mit, ich hätte da. Ehrlich? Aber du hast doch bestimmt was Wichtigeres zu tun. Also, ich wollte dich fragen, ob du... Oh, ich kann nicht, ich schaff's einfach nicht, das ist mir viel zu peinlich. Jetzt ist er ja schon wieder weggerannt, ihm nach. Och nee, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will doch hier schnell vorankommen mit dem Königreichsausbau und nicht den Typen hinterherlaufen. Im Kreise laufen hier, oder was? Wie lange willst du mich denn noch quälen? Lass mich doch einfach in Frieden. Aber ich kann doch als König nicht einfach wegsehen, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Erzähl mir doch, was los ist. Du kannst mir vertrauen. Also, ich wollte dich fragen, ob du mir hilfst. Ja, weiter? Ich halte es nicht aus, lass mich in Ruhe. Nee. Boris, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Ich dachte, du wolltest mir vertrauen. Leute. Gleich gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr für dich.
Warte, war ich hier schon mal drauf? Das kommt mir gerade voll unbekannt vor. Ich habe eine Erbse bekommen. Wie geil ist denn das? So, mein Lieber. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Oh, Shanti, du auch noch. Ihr werdet mich wohl nicht in Ruhe lassen, bis ich es ausgespuckt habe, was? Boris, jetzt nimm dich ein bisschen zusammen und erzähl uns, was los ist. Wir wollen dir doch nur helfen. Also gut, ich sehe es ein. Ich stelle mich meinem Schicksal wie ein Mann. Ja, das klingt doch gleich viel besser. Also, ich habe eine Bitte an dich, Evan. Ich wollte fragen, ob du mir hilfst. Ob ich dir helfe? Ob du mir hilfst, einen schönen neuen Acker anzulegen in Minneapolis? Ein Acker? Genau. Ich kann einfach nicht so gut mit Leuten umgehen wie Pierre und ich bin auch nicht so stark wie Carlo. Ich bin als Luftpirat eine ziemliche Niete, aber ich will trotzdem etwas Nützliches für euch alle tun. Und da habe ich mir gedacht, es gibt doch eine Sache, in der ich gut bin. Und das ist Ackerbau? Genau, da macht mir so schnell keiner was vor und frisches Gemüse kann wirklich jeder brauchen. Boris, ich finde, das ist eine prima Idee. Natürlich helfe ich dir dabei. So jemand wie du fehlt uns noch in Minneapolis. Vielen Dank, Evan. Du wirst sehen, mein Gemüse ist das Beste. Auftrag abgeschlossen. Na, endlich. Boris folgt dir nach Minneapolis. Endlich. Jesus, Maria und Josefina. Jetzt könnten wir mal wieder gucken. Bei Talente haben wir jetzt dazu bekommen. Boris, ein schüchterner junger Mann, dem man den Luftpiraten kaum abnimmt. Da er auch noch Höhenangst hat, verbringt er die meiste Zeit auf seinem geliebten Gemüseacker. Pflanzen gegenüber hat er offenbar weniger Hemmungen und spricht häufig mit ihnen. Ehemals eine Zofe auf Schloss Katzbuckel und eine Kollegin Alminas. Sie ist Zofe im Schloss geworden, weil sie so keine Miete zu zahlen braucht. Eine fragwürdige Motivation, doch ihre Aufgaben erfüllt sie stets gewissenhaft. Trotz ihrer jungen Jahre eine charakterfeste Person und vollwertige Orakula, die sich durch langes Selbststudium im Archiv auf das Brechen von Flüchen spezialisiert hat, reagiert allergisch auf Streiche, dumme Witze und Albernheiten jeder Art. Perfekt. Sehr perfekt. 13% geschafft, dann sind wir hier einwandfrei fertig, würde ich mal sagen. Dann können wir jetzt endlich zurück nach Hause und ordentlich erstmal weiterbauen. Ich hoffe, wir kriegen genug Kronen, um alles für die neuen Bewohner bauen zu können. In unmittelbarer Nähe. Ich möchte den Ort schon selber betreten, ja? Es geht nun mal nicht anders. Mr. Funguffi, die Spore della Lore. Geil. Geil. Abgeschlossene Forschung vorhanden, das wissen wir, du bist. Achso, Mieze Rikusch. Ich liebe es, wenn das Wetter so gut ist, dass ich die Wäsche draußen trocknen lassen kann. Ich kann so gut schlafen, wenn meine Bettdecke nach Sonne riecht. Lalalalalalalalal. Okay, Materiallager erstmal. Pilz, Polypilz, Eisen, Kupfer, normal, Akzeptor, fauliges Harz, erdiges Harz, reines Weihwasser, taufrisches Weih. Kann ich alles verkaufen? Wie verkaufen? Leeren. Möchtest du alle Materialien aus dem Materiallager entgegennehmen? Ja. Du hast alle Materialien aus dem Lager entgegengenommen. Ja, besten Dank. Genau das wollte ich. Und hier. Richtig Kronen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich habe gehört, wir haben abgeschlossene Forschungen. Achso, das ist so scheiße. Dann mach... Ups. So, hier. Erforscht. Das Thema effiziente Gnuffi-Küche 1 wurde vollständig erforscht. Talent, ich habe kein Talent für dich, das tut mir wirklich leid. Forschen. Das ist, glaube ich, zu... Das ist jetzt nicht mehr so, aber naja, das, wir brauchen jetzt noch nichts auf Stufe 2 im Prinzip. Hier haben wir auch was erforscht anscheinend. Achso, Fernkampfwaffen. Das Thema Fernkampfwaffen 1 wurde vollständig erforscht.
Habe ich hier ein perfektes Talent? Nee, ne? Boris, ja gut, Boris will aber was anderes machen, das wissen wir. Achso, wartet. Erstmal das Magielabor natürlich, genau. Talent zuweisen. Und zwar Dalmatina. Ist aber auch noch ein Neuling. Und das auf Basaren. Ein Basar müssen wir bauen. Der war das. Total verhext. Ja. Forschen. Kann ich das da? Erforschung von Brücke. Lerne Brücke, um unsichtbare Wege nutzen zu können. Und was ist das? Alles über Magie Teil 1. Lerne grundlegende Zauber. Na gut, wichtiger ist erstmal die Brücke. Eine Minute, na das geht ja. Erforschung von Brücke. Geht das schnell? Ist gleich fertig. So, den Basar. Der gemütliche Basar produziert Delikatessen, Stoffe, Bänder, Knöpfe und so weiter. Den müssen wir bauen. Einrichtung bauen. Ja. Der gemütliche Basar ist fertig, meine Freunde. Talent zuweisen. Miezerike. So, und du warst dann auf den Feldern. Okay. So, Zofe von Herzen, du machst das, genau. Erweitern. Den könnte man erweitern, dafür braucht man nicht Königreich Rang 2, aber wir erweitern hier erstmal noch gar nichts. Wir brauchen jetzt die Felder. Das Metalabor. Das Monsterjägercamp. Der Hof. Das Hobbyfeld, das ist es. Pfadfinderhütte. Genau, wir brauchen das Hobbyfeld. Hier ist es. Produziert Gemüse sowie Getreide und Hülsenfrüchte. Das Hobbyfeld ist ebenfalls fertig. Und auch hierfür haben wir ein Talent. Sorgt mit einer tiefen Liebe für die Natur für mehr Ausbeute auf den Feldern. Boris. Süßes Früchtchen. Sauber. Wie zum Teufel. Kann ich das Materiallager vergrößern? Reinvoll alles verkaufen. Wie kann ich das vergrößern? Königreich ausbauen. Geht das nur, wenn ich das hier größer mache? Königskasse erweitern. Erweiterungsbedingungen, Einfluss mindestens 200.000, ja. Das Material... Wartet, gab's ein Materiallager? Nee. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr. Okay, jetzt im Prinzip ist es jetzt aber so, dass die Forschung fertig ist. Wir haben auf jeden Fall den Zauber Brücke erlernt. Vielen Dank. Jetzt kann ich mit Brücke überall Wege entstehen lassen. Ja, du hast ja keine Ahnung. Diesen Zauber kann man nicht einfach überall einsetzen. Er macht nur versteckte Wege sichtbar, also nutze ihn, wo du welche vermutest. Wenn du einen Ort findest, der verdächtig danach aussieht, als könnte da ein Weg hingehören, untersuche diesen Ort einmal genauer. Verstehe. So funktioniert das also. Aber sag mal, ihr habt doch gerade mit einem Auftrag von Irma zu tun, richtig? Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit damit lassen. Stimmt, wir müssen eine Kaminrose auftreiben. Danke für die Hilfe, Dalmatina. Es gibt neue Einträge. Yes, 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 yes. Das Hügelland hat eine reiche Pflanzenwelt. Heute stellen wir einige besondere farbenfrohe Arten vor. Links im Bild ist die sogenannte Bürstenhörse, die bei Mietskindern als Spielzeug sehr beliebt ist und daher auch Mietswedel genannt wird.
Bürstenhirse nennt man das also. Ha, damit haben wir als Kinder immer gespielt. Kann man das essen? Die sehen irgendwie alle putzig aus. Oh, sicher doch. Was denkst denn du? Was denkst denn du? So, ich würde ganz gerne weiterforschen. Einrichtung? Atelier? Ja, wir müssen das mal alles hier wegdrücken. Das muss nicht neu sein, ey. Forschung. Nein, das ist... Ach, ich will das Neusymbol da halt nicht haben. Das ist halt mein Problem. Geil. Ich will das vergrößern, ey. Das macht mich fertig. Aber ich glaube, das geht nicht irgendwie so. So, wo können wir überall forschen? Hier, logischerweise, ist alles nur Ausbau, ne? Forschen kann man nur bei den Vieren hier. So, du erforschst jetzt. Hierfür brauchen wir aber Dingsbumsstufe 2. Erweiterungsbedingung Königreich mindestens Rang 2, ja. Dann erforschst du jetzt, würde ich mal sagen, den Magieleitfaden 1. Lerne grundlegende Zauber, bla bla bla. Naja. Besten Dank dafür, du machst das schon. Hier geht quasi nichts. Hier geht etwas. So, Fernkampfwaffen 1 haben wir. Basisqualität von Waffen steigt um 1. So, was ist denn mit Nahkampfwaffen 2? Kostet 1350, können wir machen. Ach, 170 haben wir, perfekt. Bedingungen keine. Dann wollen wir das lernen. 40 Minuten. Ja, je früher wir das lernen, umso früher haben wir es dann. Und hier können wir bestimmt auch noch was. So, 1350. Die Gnuffis lernen dir zu 1350. Was war das hier? Dank neuer Füttermethoden erhalten Gnuffi aus Materialien etwas mehr EP. Ja. 1350, na, machen wir Gnuffi Kunde 2, ist ja egal. Reicht zu erforschen. Die Expertise der eingesetzten Ach so, ich brauche 150 und wir haben nur 150. Na gut, dann machen wir doch. Ach, das geht auch nicht. Alter Tante Morpha, ich habe eigentlich weitaus mehr von dir erwartet. Ach du Scheiße. Na gut. Dann haben wir erstmal so weit gemacht, wie wir machen wollten. Im Magielabor kannst du neue Zauber lernen, die den Gruppenmitgliedern dann im Kampf als Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Auch zum Erlernen von Zaubern werden Materialien benötigt und wie die Waffen können auch manche Zauber nur von bestimmten Charakteren erlernt werden. Bereite deine Gruppenmitglieder mit Angriffsmagie, aber auch Heilmagie und anderer Hilfsmagie auf bevorstehende Kämpfe vor. Je eher, desto besser. Alter, wie geil ist das, wenn es doch aktive Heilzauber gibt, dann können wir das Rieselektron locker besiegen. Wenn ich selber einen Heilzauber einsetzen kann, besiegen wir das Rieselektron locker. Evan. Feuerball. Haben wir den noch nicht? Entfacht eine Feuerkugel, die Feinde mit lodernden Flammen versenkt. Wasserspritzer. Ja gut, mehr kann ich jetzt leider Gottes nicht sehen. Ach so, der Pfeil davor, ja klar, die Dinger haben wir schon. Wird freigeschaltet, wenn die Fähigkeit Feuerball Level 5 erreicht. Fundort? Ach so, ja, ich bin schon wieder schlau. Verbessern, okay, verbessern kann man die. Bei dir ist hier leider Gottes noch nichts. Bei dir ist das Blitzlicht, das hast du aber. Und du hast den Steinbrecher, ist auch okay. Das war jetzt also noch nicht so hilfreich. Der Name Minapolis stammt aus einer alten Sprache, habe ich recht? Was für ein wunderschöner Name für ein Land. Ich liebe es, wenn das Wetter so gut ist, dass ich die Wäsche draußen trocknen lassen kann. Ich kann so gut schlafen, wenn meine Bettdecke nach Sonne... Also ja, das ist auch leider Gottes nichts Neues für uns. Mizerikusch. Da können wir nichts machen. Hier ist dieses, dort ist jenes. Gnuff, Gnuff. Da bist du, Chantala. Och nee, scheiße, wir sind doch gar nicht hochgekommen. Wir müssen jetzt aber ein bisschen Dampf machen. Wir sind schon wieder mehr oder weniger überfällig. Boris! Wer ist denn? Achso, ja, ist klar. Oh, Evan, kann ich irgendwas für dich tun? Nein, na dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. See you next life.
Wir machen es uns jetzt mal kurz ganz cool. Gnuffis großziehen. Und zwar, Pusti ist ein aktiver Heiler. Vielleicht sollten wir den einmal leveln. Wobei, du hast automatisch Heile. Vielleicht wäre es auch gut, wenn wir dich einfach mal stärker machen. Ich würde sagen, Pusti muss gelevelt werden. Ist Fanat in Watte. Sollten wir ausreichend haben. Normale Watte haben wir ganz viel hier. 8-mal. Und lindgrüne Watte kann ich dir auch noch anvertrauen. 5-mal. Pusti, der Verwegene hat ein neues Level erreicht. Na, geile Scheiße. Das wollten wir doch. Dann können wir auch noch Belzegnuff hier aufwerten. Der steht auf Wolle. Ah, nee, dich nicht. Da haben wir nicht so viele. Saurom. Ich gebe dir 6-mal Milch, aber mehr nicht. Aber er ist stärker geworden. Das heißt, das hilft uns weiter. So, hätten wir das auch geschafft. Wir brauchen mehr Gnuff-Expertise. Wie gesagt, Waffen bauen wir erstmal nicht. Vor allem, wir kriegen ja für irgendeine Mission jetzt demnächst hoffentlich mal ein Soldatenschwert. Dann ist ja eh alles besser. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen weitergebaut, schön. Es geht ordentlich ab. Wir lernen gerade Magiezeug und wir lernen noch irgendwas anderes. Und als nächstes werden wir dann auf jeden Fall... Jetzt ist es wieder da. Es war nur weg, weil wir es gerade erst geschafft hatten. Als nächstes werden wir dann auf jeden Fall dort hin, die Brücke entstehen lassen, dann das Gebiet machen und dann müssen wir vielleicht langsam mal nach Pontclef und kriegen da hoffentlich ein paar Sachen, um dann andere Missionen weiter erfolgreich absolvieren zu können. Aber jetzt haben wir es erstmal geschafft. Ich bin noch ganz schön kaputt. 3 Folgen haben wir wieder aufgenommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch wieder gefallen hat und wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.